Heute grillen wir 3, 2, 1 Ribs. Wir starten und ziehen die Pergamenthaut an der Unterseite der Ribs ab. Am besten geht ihr mit dem Stiel eines kleinen Löffels zwischen Haut und Fleisch und zieht die Haut mit Küchenrolle ab. Weiter geht's mit dem Einwürzen. Ich nehme dafür ganz einfach eine Mischung aus Paprika, Salz und Pfeffer und würze beide Seiten ausgiebig ein. Dann geht's auch schon ab auf den Grill. Den regeln wir auf niedrige indirekte Hitze, etwa 100 bis 120 Grad ein und smoken die Ribs für 3 Stunden, am besten mit Holzchunks. In den ersten 3 Stunden bekommen die Ribs das leckere Barbecue-Raucharoma. Anschließend kommt die zweite Phase. Die Ribs kommen jetzt in Alu- oder Butcherpaper, optional mit einem Schuss Apfelsaft. Dann geht's wieder ab auf den Grill für 2 Stunden. Die Temperatur solltet ihr etwas höher regeln, auf ca. 135 Grad. In dieser Phase werden die Ribs gedämpft. Dadurch werden sie so zart, dass sie später vom Knochen fallen. Wer es etwas bissfester mag, sollte die Dämpfphase um 30 bis 60 Minuten verkürzen. Ja, und in der dritten und letzten Phase kommen die Ribs aus dem Alu- oder Butcherpaper wieder direkt auf den Grill und werden mit Barbecue-Soße glasiert. Sie bleiben für die letzten 60 Minuten wieder auf 100 bis 120 Grad auf dem Grill. Nach 30 Minuten glasieren wir einmal nach. Ja, und nach 3 Stunden smoken, 2 Stunden dämpfen und 1 Stunde Glasur sind die 3-2-1 Ribs fertig. Lässt sich super timen und gelingt eigentlich immer. Spart euch richtig Hunger auf und probiert's unbedingt mal aus.